Generalprobe geglückt, hieß es für Marcel Fessler und Frank Stippler im Phoenix Racing Audi R8 beim zweiten Lauf zur VLN Langstreckenmeisterschaft am Nürburgring. Schwer hing der Nebel über der Eifel, als sich das über 200 Fahrzeuge starke Feld in Bewegung setzte. Der Start glich nahezu einem Blindflug. Diesen konnte der erste des Trainings, Lance David Arnold, im Rowe Mercedes SLS für sich behaupten. Nach zwei Rennrunden dann ein Wechsel an der Spitze. Uwe Alsen, der nach dem Zeittraining um 5 Plätze in der Startaufstellung zurückversetzt wurde, ging mit seinem BMW Z4 in Front. Der Dreikampf zwischen dem Rowe SLS, dem Alsen Z4 und dem Phoenix R8 bestimmte in den folgenden Runden das Renngeschehen, diverse Führungswechsel inklusive. Über die Distanz stellten sich jedoch Marcel Fessler und Frank Stippler als die stärkste Besatzung des Tages heraus und setzten sich gegen die Konkurrenz durch. Dirk Adorf, Martin Tomczyk und Jens Klingmann im Schubert BMW fuhren in einem Schlusssport auf den zweiten Gesamtrang. Die Timboli Racing Besatzung Norbert Siedler, Pierre Kaffer und Marco Seefried komplettierten als Drittplatzierte das Podium.